Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wisst, ich bin schwanger, dementsprechend wird irgendwann mal jedes T-Shirt bauchfrei und ich habe Abhilfe sorgen müssen, weil ich kann nicht immer den lieben langen Tag ein paar Kleider tragen, die dann zwar den Bauch bedecken, aber ja, die Mumel freilegen. Das kannst du daheim machen, aber zum Wäsche machen runter in den Keller geht das schon gar nicht. Und bauchfrei ist jetzt auch nicht mit über 30 so mein Ding, muss nicht sein. Daher habe ich mir ein bisschen was bestellt, nämlich bei Shein. Weil ich habe das wirklich nicht drauf gehabt, neulich im H&M mir Klamotten rauszusuchen, weil es mir einfach zu heiß war. Ich bin kein Sommertyp, ich mag den Sommer nicht sonderlich, ich schmelze, ich klebe, ich habe unheimliche Kreislaufprobleme. Also ich bin da wirklich eine Mimose hoch 10 und habe jetzt einfach gesagt, ich bestell was. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, schon mal bei Shein bestellt und ich hätte da mich auch reinhungern können, aber habe gedacht, okay, lass das mal. Ich habe das also alles noch mehr oder weniger original verpackt daheim und habe jetzt einfach gesehen, die haben wesentlich hübschere Klamotten eben für Schwangere wie H&M, C&A. Und ich bin auch ganz ehrlich, wer weiß, wie lange die Sachen mir passen. Ich kriege ein Winterbaby und ich habe mir einfach jetzt ein paar T-Shirts, ein Kleid und eine Hose bestellt. Das kam jetzt auch tatsächlich recht flott an. Hier ist das Paket. Ich habe es schon aufgeschnitten, aus dem Grund eben, weil ja, wenn es nicht passt, möchte ich es auch wieder anständig zurückschicken und wir schauen einfach mal, komm raus den Sack. So, ich habe zwei solcher Säcke hier gekriegt. Ich finde es ja immer toll, dass sie diese Zip-Verschlüsse meistens haben, dann kannst du da noch irgendwelche anderen Sachen drin aufbewahren. Jetzt gucken wir mal, was sich in Tütchen Nummer 1 befindet. Zwei Sachen. Also ich habe wirklich nur irgendwelche T-Shirts genommen, die halt den Ranzen bedecken und halbwegs nach was aussehen. Ich wollte jetzt nicht so super enge Sachen, weil ich finde das irgendwie tatsächlich unangenehm. Ich habe, wenn ich Druck auf den Bauch habe, das ist nicht meins. Ich merke meine Tochter jetzt auch seit der 18. Woche, ich bin jetzt in der 24. Woche, ich merke die ganz deutlich und ich mag das nicht, wenn einfach Druck auf den Bauch ist. Das ist nicht so meins. Dann haben wir hier einmal irgendwas Schwarzes. Bin da jetzt nicht so der Farbenträger, ja. Also ich habe meistens Schwarz-Grau oder irgendwie sowas. Das ist der Badeanzug. Ja, wir gehen natürlich nach Cuxhaven im August. Was heißt natürlich? Wir haben halt da was gebucht, weil ich nicht ins Ausland wollte, als schwanger. Und habe mir überlegt, vielleicht eventuell, graziös wie eine Gazelle, hole ich mir einen Badeanzug. Der ist ganz schlicht, ganz easy. Für Schwangere, ohne viel Shishi, kann ich mich da in die Fluten stürzen. Das riecht auch ziemlich hier nach ja, Kunststoffplastik, was weiß ich. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das teuerste war tatsächlich 11, 12 Euro. Und wenn das dann noch nicht so perfekt sitzt, das ist mir egal. Ich muss mich wohlfühlen. Ich lege jetzt wirklich nicht mehr so viel Wert auf Optik in der Schwangerschaft, sondern wirklich, dass es mir angenehm ist und dass ich mich wohlfühle. Deshalb einen Badeanzug. Keine Ahnung, aber selbst wenn er etwas flattert, ist es für mich völlig in Ordnung. Dann habe ich da noch Platz für viel Fischbrötchen. Dann habe ich hier ein Oberteil. Ich muss aber auch sagen, das waren echt so Models, die Kleidergröße M getragen haben. Was ich ja vor der Schwangerschaft auch hatte. Und ich habe jetzt aber auch schon kräftig zugelegt. Und dementsprechend habe ich mir die Klamotten, die T-Shirts in L geholt und diese Hose in XL. Dass es einfach nicht so drückt und vielleicht noch ein bisschen länger passt. Dann habe ich hier so ein T-Shirtchen. Oh, das zählt aber echt wahnsinnig groß aus. Ich hätte es vielleicht kleiner bestellen sollen. Hier oben mit so, ja, Gestickereien will ich schon fast sagen. Und das ist unfassbar breit. Also ich werde das nachher mal anprobieren. So langsam glaube ich jetzt, ich hätte es doch vielleicht etwas kleiner nehmen sollen. Aber gut, wir werden sehen. Ich filme euch das nachher angezogen. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, ein Kleid an. Ich möchte jetzt auch nicht blank ziehen. Das will eh keiner von euch sehen. Es sind wieder ein Haufen Abonnenten weg, wenn ich das mache. Deshalb checken wir die Lage mal. Das große Tütchen. Komm her, du Tütchen. So, dann haben wir hier einmal was Graues. Komm her. Geh auf. Wie gehst du auf? Jetzt. Das ist also ein graues Shirt und das ist, glaube ich, was, was ich, genau, das sieht jetzt ein bisschen unmöglich aus. Das ist so ein Wickelshirt, auch ganz easy.
Es fällt auch echt wahnsinnig riesig aus, aber das ist ein bisschen was Engeres. Das könnte passen. So, dann habe ich ein Kleid. Es ist so, ich bin 1,64 Meter klein und dementsprechend breit jetzt mittlerweile wieder. Also wahrscheinlich so breit wie lang. Und dieses Kleid ist eigentlich bis zum Knöchel, aber bei meiner Mini-Größe wird es so sein, dass es mit Sicherheit ein ganz langes Kleid ist. Aber ich bin halt jetzt echt nicht so der Typ, der dann in irgendwelchen Minis rumrennt. Ich laufe mir auch immer relativ schnell einen Wolf. Ja, wenn man sich die Schenkelchen, die Speckfalten da innen drin, ja, wundreiben und so weiter. Deshalb ein längeres Kleid. Ich bin eigentlich echt nicht so der Blümchentyp und ich glaube tatsächlich, dass meine Brust da nicht reinpassen wird. Ich glaube, meine Brüste sind zu groß dafür. Aber so sieht es echt ganz süß aus. Es ist so schwarz mit so Sonnenblumen oder irgendwas drauf. Wir können gespannt sein. Dann habe ich hier, das ist die Hose, die ich mir in XL bestellt habe. Oh wei. Ey, das ist echt blöd, wenn du in so Shops bestellst. Ja, das letzte Mal war es zu klein, jetzt ist es wahrscheinlich viel zu groß, aber das ist eine riesengroße Leggings. So eine Dreiviertel-Leggings. Ach Gott, also ich glaube, das trage ich dann, wenn ich daheim bin und mich keiner sieht. Ich glaube, das, was ich bestellt habe, das war nicht mehr als 70 Euro inklusive Versand. Also von dem her. Dann habe ich hier so ein T-Shirtchen, was bei der Lady auch ganz süß aussah, mit so einem Schößchen. Das, glaube ich, könnte ganz gut passen. Einfach, ich will halt, wenn ich Leggings trage, das ist halt tatsächlich am bequemsten, will ich aber nicht, dass da jedes Mal mein Victoria's Secret diamantenbesetzter String durchglitzert. Ja, deswegen muss das immer ein bisschen länger sein. Habe ich halt geguckt, dass es relativ lange T-Shirts tatsächlich sind. Das ist jetzt ein T-Shirt, das habe ich einmal in grau und schwarz bestellt. Das hatte ich hier vorne, man sieht es jetzt echt schlecht, solche Streifen. Ein bisschen sexy darf man ja wohl sein. ja, da glaube ich auch tatsächlich, dass das jetzt noch sehr viel zu groß sein wird. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, welche Sprünge ich noch mache mit dem Körper. Also ich glaube, ich bin jetzt also 6. Monat und ich habe jetzt, ich glaube, 7 Kilo zugenommen. Ja, natürlich geht irgendwas von dem Gewicht auch auf die Tochter über, aber ich kann ja nicht ihr die ganze Schuld geben, dass ich jetzt halt so zugelegt habe. Aber es ist halt echt so, ich hocke den ganzen Tag daheim, ich bewege mich kaum und ich esse halt dann gern mal hier und da ein bisschen was. Also das ist das gleiche Shirt wie in schwarz, das hat mir eben gut gefallen. Ich glaube, dass es viel zu groß sein wird, aber wir werden sehen. So, ich versuche das alles hier Tütchenmädchen eben noch ein bisschen ja, zu sortieren. Das ist so ein Shirt gewesen, da haben mir einfach die Ärmel gut gefallen, weil hier so Knötchen drin sind. Das ist so ein bisschen fein gerippt. Das fällt deutlich kleiner aus. Also das könnte tatsächlich passen. So, dann habe ich hier noch ein T-Shirt. Also bisher muss ich sagen, habe ich die Schwangerschaft nicht wirklich genießen können. Ich bin da ganz ehrlich, weil durch diese massiven Blutungen, was ich hatte, immer und immer wieder, ständig im Krankenhaus, ständig beim Frauenarzt, habe ich so ein bisschen den Spleen entwickelt, ein bisschen Angst zu haben. Ja, also das erste Gang an der Toilette morgens ist, wenn du dir das Höschen runterreißt, ist da was. Also von dem her habe ich mir gedacht, ich hole mir mal so ein Statement-Shirt, dass ich bald Mutti werde. Jetzt klingelt im Hintergrund übrigens mein Handy, aber derjenige hat jetzt einfach Pech. Wenn es wichtig ist, wird derjenige schon daheim anrufen, weil wir haben jetzt noch genau eine Sache zum Anschauen und dann rufe ich zurück. Ist immer so, wenn man nicht telefonieren kann, dann rufen sie alle an. Hast du aber Zeit, einen lieben langen Tag, meldet sich keiner. Oh, und dann sehe ich gerade, dass es ein bisschen durchsichtig ist. Das war einfach nur so ein T-Shirt gewesen mit V-Ausschnitt. Das könnte tatsächlich passen. Aber ist an sich okay. Also das Einzige, was jetzt tatsächlich gestunken hat, war der Badeanzug. Aber das ist dann halt einfach so. Jetzt mache ich mal geschwind meinen Anruf zurück und dann zeige ich euch mal wieder Kram. Abgesehen vom Badeanzug, weil das wirklich keiner sehen möchte und ich euch auch nicht zeigen möchte. Angezogen aussieht. So, ihr Lieben, ich habe T-Shirt Nummer 1 an. Das schwarze, etwas durchsichtige passt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich normal hinstelle, ist das hier schon recht kurz. Also lang wird es wahrscheinlich nicht. Wie man sieht, ich habe auch die Jogginghose oder diese
Leggings an und ich bin etwas entsetzt. Ich passe in XL Leggings rein. Sie ist sackbequem. Ich habe noch ordentlich Platz nach oben für Fischbrötchen und mehr Kind, mehr Bauch, mehr von allem. Ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt tatsächlich nicht so mit der Hose hier rumspringen. Entschuldigt das Chaos, wir haben noch in der Wohnung zu tun. Aber ja, man sieht, Plauze ist groß. Es ist noch Platz, das geht. Aber ich wüsste jetzt nicht sicher, ob ich so arschfrei damit rumlaufe. Aber ansonsten passt dieses T-Shirt tatsächlich. Jo, ist okay. Machen wir weiter. Ich behalte die Hose für die Oberteile an und wir machen weiter. So, jetzt habe ich dieses T-Shirt an, das ich eben auch nochmal in Schwarz habe. Wenn man halt die Modelbilder vergleicht mit den Girls, mit den guten Kleidergrößen und was weiß ich, sieht das wesentlich besser aus. Aber hier, obwohl ich gemeint habe, es wäre groß, es ist okay. Dürfte ruhig länger sein. Vielleicht sollte ich mir noch so ein paar so Cami-Dresses holen. Ich habe mir ein und zwei solche schwarzen Cami-Dresses beim Primark neulich geholt. Das ist okay, das kann man auch behalten. Also, man sieht, dass ich schwanger bin, dass ich nicht nur gegessen habe. Das ist in Ordnung. Die zwei T-Shirts behalte ich auch. So, das ist dieses T-Shirt mit diesen gestickten oder was weiß ich, wie man das nennt. Das gefällt mir jetzt tatsächlich hier an den Armen nicht so. Da wirft es so total dämliche Falten, aber ich glaube, wenn das gewaschen ist, ist das auch ganz in Ordnung. Es kann also keiner den Busen sehen, das ist okay. Ich habe anscheinend wirklich ein ganz schlechtes Wahrnehmung oder eine ganz schlechte Wahrnehmung für meine Optik. Also ich scheine ja wohl doch ein bisschen sehr auseinandergegangen zu sein, aber das, ja, müssen wir dann halt im Winter wieder anfangen abzusporteln, aber auch hier ist okay. Behalte ich, ist schön flatterhaft, gefällt mir. So, jetzt haben wir dieses Wickel-T-Shirt und ich bin auch hier sehr zufrieden. Ich kann mir gut vorstellen, weil das hier unter dem Busen gewickelt wird, dass das auch zum Stillen vielleicht gar nicht ganz so blöd ist. Ich bin tatsächlich begeistert. Also das ist jetzt hier, wenn der Stefan und ich am Fischbrötchenstand stehen, mein lieber Scholli, ob der sich dann noch auf seine Nordseekrabben hier irgendwie fixieren kann. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Finde ich mega geil. Gab es noch in Schwarz und Rosa, werde ich sofort nachbestellen in der Größe. Finde ich supi. Fühle ich mich wohl mit. Kann man noch so ein Kettchen hier drum baumeln lassen. Da kann man mal zeigen, was für eine sexy Mom-to-be man ist. So, mir hat eine sexy Mami, eine hübsche Mami bestellt. You touched my tralala. Finde ich süß. Dürfte gern länger sein. Also, ist sehr elastisch. Ein bisschen sieht man durch. Also man sieht, ich habe einen weißen BH mit so, ja mein Gott, mit so ultra sexy Obstsorten an. Aber wen will ich heute am Montag noch bezirzen? Niemand. Ist auch super schön. Finde ich gut. Süße Sache. So, vorletztes T-Shirt. Das ist das schwarze hier mit dem Schößchen. Finde ich supi. Ist auch ein bisschen länger über dem Pops. Sieht ganz toll aus, sitzt hier oben an sich recht gut. Das Einzige, was ich so ein bisschen störend finde, ist hier, dass das so ein bisschen flattert. Aber vielleicht ist das nach dem Waschen auch vielleicht ein bisschen eingegangen und passt. Aber auch hier bin ich supi zufrieden. Schöne Sache, finde ich gut, kann man tragen. So, vorletztes Shirt. Auch das ist was Engeres, aber noch sehr bequem. Das ist das hier mit diesen Ärmelchen, die sind jetzt nicht sehr schön gebunden, aber kann ich ja noch, ja, noch mal nachdingseln. Aber auch das, glaube ich, werde ich mir noch mal ordern, weil das doch wirklich ein schöner Stoff ist. Es sieht sehr hübsch aus. Ich habe mich mal ein bisschen zur Farbe bekannt. Finde ich gut. Werde ich auch behalten. Also bisher werde ich alles behalten, was ich habe, aber definitiv noch mal vielleicht nachbestellen. So, das ist jetzt das Kleid. Von der Länge her ist es tatsächlich länger wie beim Model, aber wie gesagt, das ist halt bei so kleinen Stummelbeinen normal. Es sieht an sich auch echt schick aus. Hier mal das Profil. Arsch habe ich schon immer viel gehabt. Hier auch, da habe ich jetzt mehr. Ist okay, aber das ist wirklich hart hier oben rum an der Grenze. Also die Naht verläuft hier und der BH spickt da raus. Also das ist wirklich, wirklich hart an der Grenze. Tagsüber würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht tragen, aber wenn wir mal abends spazieren gehen oder sowas, dann nicht jeder unbedingt drauf schaut, dann würde ich das auch anziehen und vielleicht funktioniert das nächstes Jahr besser. Aber an sich, es ist ein super schöner Stoff, es ist hübsch und ja, die Träger sind halt vielleicht ein bisschen dürr, aber
Ansonsten finde ich das auch okay, wie gesagt, aber hart, ganz hart an der Grenze. Also, wir werden sehen. Ich habe gesagt, ich mach's nicht. Aber ich habe mir auch gedacht, scheiß drauf. Keine Angst, ich habe doppelt Unterwäsche drunter, paranoid wie ich bin, Hygiene und so weiter. Das ist halt ein echt einfach gestrickter Badeanzug ohne viel Stütz. Da sind zwar so Pads drin, aber ja, ich muss halt aufpassen. So sieht das Seitenprofil aus. Das geht tatsächlich auch. Also da ist echt bequem. Ich habe noch Luft nach oben. Wenn der Stefan mich dann an den Seehundbänken abgibt, dann füge ich mich dort ins Rudel definitiv gut ein. Ich muss auch nicht groß aufpassen, dass ich vielleicht blank ziehe. Also hier vorne ist das schon in Ordnung so. Und hinten ist es halt, es ist ein stinknormaler schwarzer Badeanzug. Das Einzige, was vielleicht ist, ist hier ist so ein Durchdings. Also von dem her, es ist okay. Jetzt habt ihr hier mal meine Dehnungsstreifen gesehen. Wie ihr wisst, ich habe mal viele, viele Kilos mehr gehabt. Ich habe noch nie schöne Beine gehabt. Bin halt auch stark tätowiert, wie man sieht. Und ja, das ist okay. Also für den Strand. Ich meine, wer soll mal da hinterher gucken, außer irgendwelche Seehundboys. Das ist völlig in Ordnung. Auch den behalte ich. Im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich schwitze jetzt schon wie Sau, wie man sieht. Das bisschen Make-up schmilzt. Die Augenringe, weil ich nachts halt auch echt Probleme mit dem Schlafen habe. Ich muss sagen, ich bin mit der Shein-Bestellung tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Ich werde definitiv die engeren Shirts, die 2, 3 Stück nochmal nachordern, weil das echt süß aussah. Dann vielleicht auch sogar mal in anderen Farben, die ich sonst vielleicht nicht tragen würde. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Hat sich absolut gelohnt und kann ich euch empfehlen. Ist ein toller Shop für Schwangerschaftsklamotten, wenn man einfach nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, weil man sich nicht sicher ist, wie lang es passt.